Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren wunderschönen Kackvideo auf diesem zwangspausierten Dreckskanal. Hey. Willkommen zu einer weiteren wunderschönen Scheiße. Das solltet ihr doch bestimmt hören. Wie ihr unschwer erkennen könnt, bin ich umgezogen. Mein neuer PC ist auch da. Ja. Komme ich gleich dazu. Mein improvisierter Schreibtisch. Ja. Und hier liegt halt überall Plunder rum. Heute ist Silvester. Ich würde das am liebsten hier per Livestream machen. Kann ich aber nicht. Komme ich auch gleich dazu. Ich bin jetzt seit Weihnachten umgezogen. Seitdem ist halt auch Umzugsstress immer wieder. Aber so viel Krimskrams, bis das drüben ist. Immer noch, aber wir haben noch einen Monat Zeit rauszugehen. Das heißt, entspannt. So, weswegen ich das Video mache. Ich habe gedacht, ich lass mal wieder von mir hören. Mein linker Arm wird schwer. Das ist jetzt fuck nochmal der vierte Versuch. Beim ersten konnte ich mich nicht richtig formulieren. Beim zweiten hat mein Schmarrenphone Google geöffnet. Beim dritten habe ich diesen Schwungeffekt gemacht. Und danach war das Video auf dem Kopf. Ich hasse es, mit dem Handy aufzunehmen. Das war auch einer der Gründe, weswegen ich mich halt jetzt erst melde. Die Laune ist halt stetig im Keller, kommt kaum hoch richtig, die Laune. Also das Beste, was ich halt derzeit habe, ist halt so mittelgut, semi. Entweder bin ich scheiße gelaunt, deprimiert oder bin ganz okay drauf. Mehr geht's halt nicht, das ist halt auch die Lage. Deswegen bin ich deprimiert. Ja, ich kann halt immer noch nichts machen. Diese technische Zwangspause hat Spuren hinterlassen. Mein neuer PC ist wie gesagt schon da, aber ich kann mit dem nichts machen. Der Grund ist dafür, sind zwei. Der eine Grund. Der LAN-Stecker ist noch nicht drin. Das heißt, ich habe nur WLAN. Aber am Rechner nicht. Nur am Handy und Laptop. Und wenn ich Videos am Laptop mache, kann ich nicht richtig viel machen und ich gehe ein Risiko ein, dass es mein Laptop schrotten könnte. Und das ist halt mein Arbeits- bzw. Uni-Rechner. Deswegen habe ich gedacht, ich mache das gleich mit Handy. Gut, tricks hier noch ein bisschen mit dem Spiegel da. Hallo. Katastrophe, Alter. Der zweite Grund ist, Camtasia ist zwar drauf, aber ihr habt den Key nicht. Ihr habt den Key nicht. Das heißt, ich habe noch kein funktionierendes Camtasia drauf. Es ist zwar drauf, ich kann sogar aufnehmen, aber nichts bearbeiten halt. Nichts machen damit. Katastrophe. So ein Kacke, ey. Das fuckt mich richtig ab. Das Allerhöchste, was ich machen kann, ist halt von meinen externen Festplatten das jetzt irgendwie rüberziehen und hoffen, dass ich dann was mit Paint noch das Thumbnail fertig kriege, dass es wenigstens, sobald LAN wieder geht, gibt's Thumbnails für Copy Kitty endlich. Das habe ich wenigstens ein bisschen die Monate machen können. Das soll jetzt nicht heißen, dass es ultra aufwendig ist. Also, es ist jetzt nicht das aufwendigste Thumbnail jemals, aber es ist halt immer wieder ein bisschen Zeit halt reingeflossen. Ich habe nicht viel Zeit. Wie viel habe ich denn noch? Oh. Sollte mich kürzer halten. Ah, ich wollte mich an sich auch früher melden. Das letzte Video ist ja auch ein Livestream mit dem Handy. Das wird aber das einzige Livestream-Video mit dem Handy gewesen sein.
So wird das für sehr, sehr lange Zeit. Der Grund ist, YouTube hat da was umgestellt. Ich wollte mich an sich im Sommer melden und ein bisschen Update geben, dass das alles noch im Gange ist, dass das alles sich noch zum Guten wendet und dass das alles demnächst hoffentlich bald fertig wäre. Gut, jetzt liegt's halt da an die Baustelle, aber ich konnte halt nicht streamen. Das hat mich dann wieder so abgefuckt, dass ich es dann bis jetzt gelassen habe. Der Grund ist, YouTube hat das halt hochgezogen. Das ist halt jetzt ein Privileg für Leute, die mehr Reichweite haben. Viel mehr. Ich glaube, man braucht über 1000 Abonnente oder so. Und ganz ehrlich, davon bin ich halt immer noch ewig weit entfernt und das wird halt immer noch länger so bleiben, denke ich mal. Aber ich finde das halt echt scheiße von YouTube. Ich meine, wer von euch da im Betrieb hat Lack gesoffen und diese wirre Scheiße in seinem Kopf da in die Plattform reinprogrammiert? Wer kommt auf so ein Bullshit? Die Stream-Funktion einfach Leuten wie mir zu entreißen, die einfach nicht die Reichweite bekommen. Ganz ehrlich, du darfst dich angesprochen fühlen, lieber YouTube-Programmierer. Hier hast du deinen Stinkefinger. Ich meine, das ist echt eine Sauerei. Das hat mich so wieder fertig gemacht. An sich sollte ich dir einen Rettich einführen. Und zwar ohne Butter. Hast gehört. Auf jeden Fall das Comeback-Video, das wird auch noch auf sich warten lassen. Ich weiß nicht wie lang, das kann ein paar Tage sein, ein paar Wochen, ich hoffe keine Monate mehr. Eher so ein paar Wochen. An sich wollte ich zeigen, was ich mit meinem PC so drauf habe, was ich damit jetzt machen kann. Drauf geschissen. Habt Geduld, eigentlich sollte ich Geduld haben, aber. Naja. Dann habt noch ein schönes Silvesterchen. Feiert schön. Übertreibt das nicht so. Auch mit Ballern nicht. Ballert nicht so viel Scheiße in die Luft und auch der Umwelt zuliebe und auch wegen dem Geld. Und den Viechern da draußen, die gestört nach Silvester sind. Investiert das Geld lieber so in Feierlichkeiten oder Essen oder sonst wie was. Viel besser investiert. Alles klar. Ich melde mich, wenn ich mich richtig melden kann mit dem Comeback-Video. Seid gespannt darauf. Ansonsten, einen guten Rutsch, Leute. Haut rein. Ciao, ciao. Und auf Wiedersehen. Geh aus!